So, moin. Jetzt rechnen wir mal aus, wie groß die Einsparung ist, wenn man Mittelschnellläufer in einem Fermenter einsetzt, bei einer Gasmenge für Betrieb von 750 kW elektrisch, 3 BHKWs von schnell. Und zwar hatten wir hier gemessen, 18, 12 und 12 Ampere. Steht hier. 18, 12 und 12 Ampere. Das hier ist ein normaler Taucher gewesen. Ein Schnellläufer. Der hat den schlechten Cosinus Phi. Und diesen hier, der hat den Powerfaktor. Und den müssen wir hier auf 0,5 korrigieren. Dann sinkt dieser Wert. Wir müssen auch diesen Wert auf 0,5 korrigieren, dann sinkt dieser Wert. Und jetzt haben wir, hier einen Wert von 93.000. Und jetzt können wir mal ausrechnen, 93.000, er hat 750 kW elektrisch installiert. Und jetzt dividieren wir mal, dann haben wir pro kW elektrisch die Förderleistung des Fermenters. Das ist gleich, kleine Zahl, nee, große Zahl durch die kleine. Durch die kleine, durch 750. Der verbraucht, müssen wir mal eben aufschreiben. Einen neuen Zettel nehmen. Hier. Ja. Das ist Hakenim. Also hier ist schon mal effiziente Rührtechnik. Die verbraucht im Jahr 124 Kilowattstunden pro kW elektrisch. Und jetzt nehmen wir den alten Ist-Zustand aus der alten Anlage, den alten Ist-Zustand. Da gehen wir in die Tabelle. Hier. Nein. Die habe ich noch nicht geöffnet. 2019 öffnen oder nicht? 2019 öffnen. 2019 haben wir hier nicht. Müssen alle zurück für die Ausweis. Stimmt doch nicht, wir haben doch 2018 da die Messung gemacht. Hier sind wir drinne. Und jetzt gehen wir in die Baugruppenaufstellung. Und da gucken wir uns mal diesen Fermenter an, den es betrifft. Den können wir schließen. Die Zahl haben wir. Den können wir speichern müssen. Haben wir ja aufgeschrieben, ist ja nicht so schlimm. So, hier. Jetzt, wo ist jetzt hier die Fermenter? So, es betrifft, was hat er hier geschrieben? Es betrifft, Preiszusammenstellung, hier wohl so, welchen Behälter es betrifft? Den Behälter 2, können wir schließen hier. Behälter 2. Weil der andere hat ja den Paddelgiganten drin. Da geht es hier nicht. Es geht um diesen Behälter hier. Haben wir das in unserem Audit auch drin stehen? 105.000. Pro kW elektrisch alt. Nur wie viel haben wir jetzt elektrische Leistung? Zweimal zwei große BHKWs. Das sind 600, glaube ich, in der Anlage. 2 BKWs mit je 625 kW elektrische Leistung. 1400, ne? 1250. Der muss ja sowieso schon besser liegen. Ist gleich. Die große Zahl durch die kleine. Wer größere Mengen transportiert, hat eine bessere Effizienz. Ach, guck mal, das
Ja, das stimmt ja auch was nicht. Eben hatte ich 124. Hier ist die Zahl verkehrt, da ist eine 9 zu viel. Neu. Das ist alt. Da liegt er nur bei 84. Jetzt habe ich schon ein Problem. Wir würden ja hier die Rührleistung ändern auf 7,5. Von 105 kommen wir, ne? Mal merken. 105 kommen wir. Und hier auch 7,5. Von 105 auf 77. Also 28.000. Ja. Das ist die Differenz. Und die muss ich jetzt in Euro auspreisen, mal 28.000. Mal 18 Cent? Ja. Ich wahrscheinlich 820.000 mal 0,18. 5.000,40 €. Und das ist die Kapitalwertmethode, das ist die Einsparung. Müssen wir uns merken. Okay. Wie kommen wir da drauf? 28.000 mal Einsparung mal 18 Cent. Und dann kommen wir auf 5.000. 5.040 € Einsparung. Ist ja mal jede Menge. Zunächst. Allerdings spricht ihm, und das hatte ich immer befürchtet, aber ich lasse mich auch gerne korrigieren, eine Investition netto 40.000. Das müssen wir mal in die Kapitalwertmethode eintragen. Das rechnet sich in 8 Jahren. Aber das ist ja nur die eine Betrachtung. Auf jeden Fall haben wir eine Einsparung von 28.000. Du siehst also, wir müssen genau auf die Noten achten, wie viel spart das ein. Wir betrachten den Ist-Zustand, wie viel verbraucht der Behälter pro kW elektrisch. Wir können untereinander vergleichen und wir sehen hier, wir kommen von 105 auf 77.000. Das sind 30%, knapp 30%. Knapp 30% Einsparung. Für den Behälter.